Hi guys, today I will show you how I out of this book, got this book in a thrift store a while ago, and years ago actually. There are poems in, and I always thought I could do something with it, and in this old German print, and but the poems are not really good, and I thought I will use this book to make a bit of art and get all the pages out. And I will use them, of course, later in my art. I won't chuck them away, and they are coming useful, of course. And I have to get them out first. What I will keep is the pages on the right and the left, the first ones, and the spine, the feathered out looking spine, because I will use these gaps to glue something in. Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch mal zeigen, was ich mit diesem Buch hier mache. Und zwar habe ich das schon seit ewigen Zeiten, das habe ich mal im Bücherbrocki gekauft, war für nix eigentlich, so mit altdeutscher Schrift und so, aber Gedichte, habe ich gedacht, könnte ich mal irgendwas mitmachen, aber so besonders sind die jetzt nicht. Und ja, irgendwie, ja, hatte ich eine Idee und brauchte ein Buch und habe mir gedacht, das ist die richtige Größe. Ich habe die kompletten Seiten hier rausgenommen, wie ihr gesehen habt, und nur die ersten zwei auf beiden Seiten, diese härteren Anfangsklappen da, die habe ich behalten. Und der Buchrücken innen, das behalte ich auch, das möchte oder das brauche ich einfach, um in diese Lücken meine Seiten reinzukleben. Ihr werdet das sehen, hört sich vielleicht ein bisschen kompliziert an, werdet ihr aber sehen. Ich werde jetzt noch einiges von Papier da rauspulen, einfach um noch größere Lücken zu bekommen. You know, I remove more paper here from the spine, the insert spine, just to get bigger gaps. You will see later why I needed that. And all the scraps I get out here, I will use as well. So I won't waste something from this book. It will get a completely new life, and a nice life, I think. So just getting a bigger gap here, wie ihr seht, ich brauche hier wirklich größere Lücken, reiße da einfach noch ein bisschen mehr Papier raus, und das Ganze, diese ganzen Papierfetzen, die ihr seht, die werde ich auch noch weiter verwenden. Nichts aus diesem Buch wird weggeschmissen. Ja, die leeren Seiten, aber die ganzen Seiten mit den Gedichten werde ich ja auch später noch weiter benutzen, in verschiedenen Collagen, in meinem Journal und so weiter. Und ich hatte halt diese Idee, nochmal so ein Familienfotobuch zu machen, und aber nur mit Fotos von meinen Eltern, meinem Bruder und mir, also wirklich nur die engste Familie, mit diesen alten Fotos, die ich habe von unserer Familie. So, das sind jetzt diese Fetzen, Papierfetzen, die ich übrig habe. Und als ich die so gesehen habe, ich gesagt, die machen einen super Hintergrund. Die benutze ich mal. You know, when I saw this paper scraps here, I thought, oh, they would make a fantastic background. Here, that's my idea, you can see that. Also das ist meine Idee, einfach die Seiten da so reinzukleben. Das war meine grundsätzliche Idee. Das war so eine, wie gesagt, so eine Basic-Idee, die ich hatte, und habe mich dann natürlich während des Prozesses auch leiten lassen und bin mit dem Flow gegangen, was ist möglich, was kann man machen, wie groß kann ich gehen und was kann ich alles dort reinkleben und so weiter. Das ist dann so ein Prozess, der im Lauf entsteht. So die Grundidee, wie gesagt, hatte ich, aber alles andere ist dann im Prozess entstanden, genau wie die Schnipsel hier, you know. I had this basic idea about this book, having it as a family, very, very close family, my parents, my brother and me, photo book as a journal, and but that's all. So I went then with the flow. Of course, I knew I needed this spine left in,
to that I can glue stuff in or not need it. I could have changed it, but I didn't want to have it so neat and so nice looking. I wanted to have a lot of this book spine capped, that it looks more distressed and that it goes so much better with this vintage photos, you know. This first and second page I had to reinforce. That's what I do on the other side as well. Just a heavy cardstock paper I put in. Ich habe jetzt hier die erste und die zweite Seite habe ich noch verstärkt mit so einem schweren Papier, einfach weil da die Kanten waren da schon so ein bisschen fransig. So, hier packe ich die Papierschnipsel auf meinen Hintergrund und klebe das mit einem Gelmedium, presse das schön an. Yeah, so I put the paper scraps down with the gel medium, and when everything was dry, I used one of my photos here on a tea bag. That's a tea bag, and I will tear it apart in fragments and put it together like a jigsaw, you know. Ich habe dann hier mein Foto auf einen Teebeutel geklebt. Das war so, ist so ein Sticker, so ein Fotodrucker-Sticker, so ein kleiner. Und werde dann die ganzen Fragmente wieder zusammen tun, wie so ein Puzzle. Und das hat mir dann auch mein Titel dieses Familienbuches gegeben, sagen wir es mal so. Wir werden es jetzt mal Familienbuch nennen. Klebe die wieder zusammen und den Titel, den mache ich mit einem Labelmaker. Und werde dann das ganze Fragmente nennen. Und das ist mein Buchtitel, you know. This is the title page of my book, of my family book. And I will call this Fragments. And yeah, it's perfect, isn't it? It's a fragmented picture. And I will call the whole thing Fragments. Because, you know, going through this process, and having this working with the flow and doing stuff, it comes so naturally to me because it's something I definitely have subconsciously in my mind. And you know, looking at it, it's fragments, it's a family, it's a lot of, yeah, all the parts of a family and fragments and torn apart by death. And yeah, that's how it works, you know. And that's my way to interpret it, I think. And yeah, so that is the title and first page. And I will go on. And yeah, of course, on the reverse of all my pages, I will glue some tea bags as well. But at the very end, I will all cover the reverse pages with something to make them look more identical, or you will see what I mean. Ich habe jetzt hier auch wieder einen Teebeutel hinten drauf geklebt, aber letztendlich ganz zum Schluss mache ich noch die Rückseiten, verschönere ich in Anführungsstrichen noch. Ihr werdet das noch sehen. Das hat mir dann nicht so gefallen. Das war auch nicht ganz so stabil, fand ich. So, und das ist jetzt meine Seite für mich, die ich mache. Dann benutze ich auch wieder einen Teebeutel. Das klebe ich hier auf die Kopie ein. Das ist die Kopie eines Fotos auf normalem Papier. Das verstärkt das Papier natürlich nochmal. You know, that is was my photo, but only on a photocopy paper. So, with a tea bag on top. It looked aged, of course, but it will in... reinforced the whole thin copy paper as well. Working here with my sewing machine a lot on my pieces, and I will glue that into collage as well. So every photo will be on a page, on a collaged page, you will see later, bit by bit, of course. And I use for every picture, I use a poem from this book, a poem that I found, and wait, a poem that some sort of somehow has a connection to what I feel about it, what I think will
Yeah, will fit with the one on the picture, and so on. So, and of course, a few embellishments here and there, all of my leftovers, paper scraps and from other projects and so on. Ich habe, mache das jetzt so, dass jedes Foto, ihr seht das ja hier, das ist alles Kopien auf Fotopapier, die werden verstärkt von mir mit Teebeutel. Das macht, das lässt es direkt älter aussehen. Und werde das dann kollagieren zusammen mit immer einem Gedicht, mit einer Seite eines Gedichts aus diesem Buch, das so schon passt zu der Situation oder zu der Person oder zu dem Lebenslauf dieser Person. Sort of, also schon irgendwie. Und werde das dann zusammenpacken, wie so ein Collage oder wie so ein Journaling. Und das ist dann meine Seite. Natürlich muss ich noch da irgendwie so ein Läppchen da, oder nicht Läppchen, aber etwas dann dran packen, um das in den Buchrücken da einzukleben. Aber das seht ihr später. Im Moment kümmere ich mich jetzt erstmal um das Buch selbst. Ich wollte den Titel nicht behalten. Ich wollte aber auch das Buch so nicht viel verändern. Ich fand das eigentlich ganz hübsch mit dem Rot und dem Gold. Das hat auch Rot-Braun mit dem Gold. Das hat mir ganz gut gefallen. Also habe ich mir gedacht, sehr, sehr einfach hier in dem Fall den Titel zu verdecken. Und zwar mache ich das auf dem Buchrücken, genau wie auf dem Umschlag. Hier erst mit ein bisschen Seidenpapier und Acrylic-Varnish klebe ich das. Das ist so ein flüssiger Kleber. Und wenn das dann trocken ist, arbeite ich mit Farbe drauf. You know, I wanted to leave this book the way it is. I quite liked it, you know, the red or the brown red with the gold, I quite liked it, and the title was perfectly just in the middle, and I could cover it up here with tissue paper glued down with liquid acrylic medium, and on the spine there is the name just very, very, very small, so easily to cover even there with tissue paper. And that's what I did. So, and after everything dried, I started to, I really thought about what to use, but then I had my Faber Castell pit pens, you know, this ink pit pens in front of me, and I thought, yeah, why not using them? Perfect. And that's what I did, protecting here the part I want to put paint on, and I won't draw, so it's just color. Favorite colors of mine, very, very bright, you know, and yeah, I quite like it. Ich habe jetzt hier dann das Ganze abgeklebt, um es zu schützen, weil ich natürlich jetzt erst noch Gesso drauf packe, um damit die Farbe, die ich jetzt benutze, dann auch noch hält, und fange dann an mit den Faber-Castell Pit Pens, das sind so Tintenfilzer, und die hatte ich so vor meiner Nase liegen irgendwie. Und da habe ich auch die meisten Grüntöne von. Und deswegen habe ich das hier favorisiert, weil ich liebe einfach alle Grüntöne. Blau auch, aber ich liebe, ach, eigentlich liebe ich alle Farben. Aber in dem Fall wollte ich was ganz, ganz Helles und was ganz Strahlendes. Und da fand ich das ideal. You know, you could see I put first some gesso down, just that the paint has something to grab on. And then I start with my inks here, blend them out with my fingers, and go from lighter colors to darker colors, always blend them out again, dry them in between, and then start again with the next color, and so on. Ich habe jetzt hier mit dem hellsten angefangen und gehe dann weiter immer dunkler und verblende das auch ganz einfach nur mit meinen Fingern, und die Struktur von dem Seidenpapier und von dem Gesso macht natürlich auch noch mal ein schönes Muster. You know, the texture of the Gesso and the tissue paper comes out perfectly here. That makes it even nicer. And so when I've finished,
I removed all the paper, the tape, and of course there was a bit of gesso zipped under, and so I had to adjust that, and I'm using a gold pen or gold, whatever you call it. Yeah, it's a gold pen, and go around just to adjust the lines again. Yeah, I tried to get rid of it but it was already too dry. Ich habe jetzt hier, nachdem ich die Ben oder die Tapes hier entfernt habe, gesehen, da war ein bisschen Gesso drunter gekommen. Abgekriegt habe ich es nicht mehr mit Wasser, wie ihr gesehen habt, aber habe ich so einen Goldstift genommen hier und habe dann einfach, bin dann einfach nochmal über diese goldene Linien gegangen. Und das, man sieht das kaum, dass das macht ja auch nicht. Das macht ja und ist auch Part, ist ja auch ein Teil meiner Kunst und das soll ja auch so sein. Das ist ja meine Handschrift. Ja, warum auch nicht? Aber das war dann jetzt das Cover und so bleibt das auch. Mehr mache ich daran nicht. Arbeite jetzt weiter mit meinen Innenteilen, mit den vier oder sind ja fünf Fotos letztendlich, zwei von mir, aber das ist eben der Titel. Und werde das Ganze dann in das Buch einbringen. Erst noch so ein bisschen Teile dazu. Das Bild noch hier auf meine Collage. Das hatte ich noch nicht eingeklebt. Und bei den anderen mache ich das, glaube ich, auch. Das hatte ich nur vorbereitet. Und werde noch hier und da so ein bisschen Embellishment draufpacken. Hier seht ihr, das ist so dieser kleine Streifen, von dem ich geredet habe, den ich noch dran packe, um das Ganze natürlich dann ins Buch zu kleben oder in diese Buchlücken kleben zu können. Hier muss ich noch einiges zusammenbauen und ich hatte das nur zusammengesucht, was ich machen wollte. Und da habe ich dann schon diesen Streifen dran geklebt, um das nachher im Buch einkleben zu können. You could see me gluing this stripe on that page, and that is the one I need to glue the page into that spine, into this spine gaps, you know, I left there. So I'm putting now everything together. I've chosen all my poems from my family members, what I thought might be, yeah, reflects what they are, or reflects their vitae or whatever. So that's what I did here, using a bit more stuff, embellishment, a bit of parchment paper, you can see that, and a bit of other stuff. I will write on some in a very scribbly way. I know what it means, but of course I don't want you want to read that, because this is a very personal thing. I can show it, of course, but everything I write in, I won't. And that's for me more reminiscence to my family, and sorry, and yeah, but as I said, you will see what I will show you. That's the point. So here as well, this little stripe I put in that I can glue it into my book. And I start with it now. There are this little strings I just glued away, that it not gets glued into the gaps here. So ich habe diese Kleber, die ihr da seht, da sind überall noch so Bindfäden, die da rumhängen, die wollte ich behalten, aber die wären jetzt mit reingeklebt worden in diese Lücken, deswegen habe ich die ein bisschen zur Seite geklebt, die sind mir immer irgendwie dazwischen gekommen, die wollte ich nicht mit reinkleben, also sichere ich die da ab und das kommt nachher weg. Jetzt just secure the threads there, that they're not getting into my way. Was a bit annoying, but you could see I use glue here and then I stuff this stripy thing into the gap and leave it dry. And that works quite well, actually. Ich habe dann jetzt hier diesen Streifen, den ich nachher dran gemacht habe, richtig schön in diese Lücke gequetscht.
Das habe ich vorher, wie ihr seht, hier mit Leim, nicht mit Leim, mit Kleber schön gefüllt und quetscht das dann rein. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Ich war erstaunt, dass es meine Idee hat funktioniert. Das hat mich doch umgehauen. I amaze myself again and again that an idea worked so well. Yeah, but I would have found a different way. I don't mind. But that's always my thing, you know, with my basic ideas and almost never have a plan, that I always have to come up with new ideas or alternatives or whatever it is. You know that, come on. We all know that. And that's half the fun, isn't it? It's having this, being clever enough to work your way around is coming up with better ideas, you know. Ich gerade gesagt habe, das ist, viele sind ja so, ach, ich muss das planen und muss perfekt sein. Und ich bin jetzt eben so der, habe so eine Grundidee, aber dann lege ich einfach los. Das mag manchmal, ja, das länger dauern dann, aber für mich ist es immer so, die meiste Freude habe ich daran, wenn etwas nicht funktioniert und ich muss es ändern, muss mir eine neue Idee einfallen lassen. Und das ist doch der Spaß daran auch. Und das ist doch das, was kreativ ist. Das ist doch das, was dich frisch hält, was dein kreatives Hirn auch frisch hält, finde ich. Also meine Meinung. Es ist jeder Jeck ist anders. Ja, so sind wir nun mal. Aber es hat hier super schön funktioniert, wie ich mir das so überlegt hatte in meiner Naivität. Aber gut, funktioniert. Das ist jetzt, glaube ich, schon das Letzte, das ich reinpacke. Und ich habe dann aber gesehen, die Rückseiten gefielen mir nicht. Ihr könnt das ja sehen, da sieht man dann irgendwie mit dem Teebeutel auf der Rückseite. Und da waren dann teilweise auch noch so Skizzen, die ich mal angefangen hatte. Das war ja benutztes Papier. Ich recycle ja ganz viel. Ich schmeiß ja nichts weg. Und das hat mir dann nicht gefallen. Und da habe ich mir gedacht, was machst du da jetzt noch auf die Rückseite? Und habe mal geguckt, was habe ich so? Und dann sind mir diese Klebeseiten in die Hände gefallen. Ich hatte mal sowas gekauft, so ein Washi-Tape-Klebeding-Sticker. Aber das war so kacke, weil das musste man ausschneiden. Das heißt, es war eine ganze Seite und man musste die Motive ausschneiden, fand ich völlig daneben. Also sowas von blöd. Deswegen habe ich die nie richtig benutzt, sondern benutze die seitenweise als Hintergrund und male dann da drüber. You know, I didn't really like the reverse of my pages, so they looked a bit, yeah, not nice. I had on some, you know, recycle my paper and on some of them were sketches I started, and so now I'm looking into my little box of leftovers. What can I use? And I bought it at some stage a while ago, this sticker book, and I thought it was a sticker book, but it wasn't. It was just a page, and you had to cut out this stickers. What? That's so bloody stupid. And I thought, that's a stupid concept, and I use this pages only for backgrounds and paint over them so that I have something to start with, you know, this haven't got a blank page thing. So, and that's what I use here, and I glue it in, and I think it looks so much better. What I will do afterwards, and you won't see that on camera because that was a last minute idea, I found that too clean, so I went over with some brown ink. Yeah, it was too clean for me. So you will see that on the photos. On the photos you will see the end result, as it looks at the moment. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, die Kleber noch draufgepackt und im Nachgang dann noch, als ich mir das dann angeguckt habe, und das habe ich nicht und Kamera gemacht, da war mir das zu sauber, zu weiß, zu sauber, zu ordentlich. Ich bin dann nochmal mit braunem Ink drüber, also Tinte drüber,
Und das Ganze anzugleichen, weil die Teebeutel, das ist ja auch alles so braun und eben so dieser Antique-Look. Und deswegen habe ich das nochmal angeglichen. Ihr seht das auf den Fotos. Da müsst ihr mal drauf achten. Da sind die Rückseiten alle noch, ja, das ist dann alles Ton in Ton. And you will see that on the pictures. Not in the close-up. I haven't changed it for the close-up, but afterwards. And that's what you will see in the pictures. So, and I'm happy that I could put this weird stickers to good use, really. And they really annoyed me when I got that. And yeah, but that's it. The close-up is coming, guys. And I start here, of course, with the cover. And you can see that from the close, and you can see the gold. It looks quite okay. Oh, a bit wonky, yeah, but not that bad. Hier seht ihr das Close-up dann und auch die goldenen Streifen, die ich danach gezogen habe, eben nicht so gerade. Aber wie gesagt, das bin ich. Das ist meine Handschrift, die da drauf ist. Und ihr könnt hier sehen, die Klebe, diese Washi-Tape-Seitensticker da, die Kleber, die sind zu hell und man sieht den Hintergrund dann auch. Deswegen habe ich mich zu guter Letzt dazu entschlossen, das zu überkleben. So, das sind so die Gedichte, die ihr jetzt noch sehen könnt, die ja, die eben so passend sind oder die ich so sehr passend finde. You know, I'm pointing at these poems, I glued the stuff on and that's what I just pointed. They're in German, you won't understand them, of course not. But, yeah, that is it. To me, it says everything about the person on the picture. So, okay. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. And if so, please leave me a thumbs up. And a comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Stay all healthy and never forget to stay creative. Bye-bye. So, ihr Lieben, das war's dann jetzt schon. Jetzt kommen noch die Fotos. Und ich sage ganz einfach vielen, vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder. Hier könnt ihr das Braune sehen. Here you can see the brown on this washi tape sticker page thing. You know, that's how I changed it afterwards. It looks so much better. So, also wie gesagt, es sieht so viel schöner aus mit dem Braun, finde ich. Ist ja auch meins. Aber wie gesagt, habe ich schon gesagt, danke, ja. Ja, ich glaube, ich habe es gesagt. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und einen Kommentar würde ich mich auch riesig drüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Und bis dahin wünsche ich euch allen eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch allen gut gehen. Passt wirklich gut auf euch auf. Und vergesst niemals, und das ist das Allerwichtigste, vergesst niemals immer kreativ sein. Ganz, ganz wichtig. Also macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüssi.